ich habe mehr scheiße Ghetto gesehen als die alle zusammen. Und damit, ganz kurz, ja, und damit können die nicht mithalten. Und wenn die das stört, dass die ein gutes Leben hatten, dann tut's mir leid. Das ist so, wie wenn du sagen würdest, Mobb Deep macht jetzt Havoc, macht jetzt nicht mehr Mobb Deep mit Prodigy. Ganz New York würde ihn auslachen. Ganz New York würde sagen, du Opfer. Aber in Deutschland kann es ein Bushido machen. Der einzige Rap, der in Deutschland existiert, ist Pop-Rap und hängengebliebener, unrealistischer Pseudo-Gangster-Rap. An der einen Seite hast du den Kampf verloren, jetzt suchst du dir Opfer auf der anderen Seite, die sich nicht so wehren können. Also erstens habe ich keinen Kampf verloren. Es gibt gerade keinen, der mehr verkauft als Kollege. Keiner. Warum soll ich einen Kampf eingehen, den ich nicht gewinnen kann? Backspin. 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 Es gibt schlechtere Setups für ein Interview, das wir beide uns aussuchen könnten. Also der Grund ist, du drehst hier ein Video. Ja, Videodreh, Urlaub. Ich habe überlegt, ob ich mir deine Wohnung kaufe, gegenüber, mit Balkon. Das heißt, egal welche Frau in deine Wohnung kommt, du bangst sie auf jeden Fall, wenn gegenüber der Eiffelturm ist. Ist auf jeden Fall hier geil. Nee, ja, aber auf jeden Fall hauptsächlich wegen wieder Chris Magari, Videodreh in Paris. Geht halt bald los, ja. Insgesamt ist es aber, glaube ich, auch für dich ganz angenehm, mal ein bisschen Deutschland hinter dir zu lassen, oder? Ja, gerade so dieses Unter-Leute-Sein. Ich möchte auch mal gerne irgendwo shoppen gehen und laufen, ohne dass jetzt irgendein Typ kommt und mich vollquatscht mit dem neuesten Hip-Hop-Beef, ja. Beef ist schon ein Thema, worauf ich gleich mal... Überleitung. Ja, danke schön, genau. Wo ich aber unbedingt mal drauf eingehen möchte, weil das ist mir schon aufgefallen, dass du die letzten Monate mittendrin stecktest in einem riesengroßen Clinch, wo sich alle möglichen Leute zugeäußert haben, wo du dich geäußert hast, wo es ein Interview nach dem anderen gegeben hat, wo es Ärger gegeben hat um Gerüchte und so weiter und so fort. Erste Frage, wie bist du da bisher rausgekommen oder wie fühlt es sich jetzt an? Na, genauso wie eigentlich auch in der Zeit, wo es so akut war. Eigentlich war das nur eine Frage von Zeit, bis halt sich rauskristallisiert, was diese Leute da im Endeffekt verzapfen, warum sie ihr Maul alle gegen mich aufmachen und im Endeffekt, wo sie jetzt damit gelandet sind. So. Und das war mir auch in dem Augenblick klar, wo halt dann gewisse Leute, die bei mir im Camp waren, viel geredet haben oder Leute, die mich persönlich kennen, viel geredet haben. Ich wusste, dass es im Endeffekt nur Missgunst ist, heiße Luft und... Und das ist halt dann immer nur eine Frage, das auszusitzen, bis du halt am Zug bist und reden darfst. So. Und das ist halt jetzt dann so der Tag jetzt hier, so, dass ich halt sage, okay, ich kann mal meine Sicht der Dinge sagen oder meine Meinung dazu sagen. Aber im Grunde genommen ist meine Haltung zu dem Thema wie in diesem Tag gewesen, wo es alles anfing. Also. Ich persönlich habe so ein bisschen ein Problem damit, mit der Art und Weise, wie sich das in den letzten Monaten entwickelt hat. Wir haben ja auch oftmals über Interviewtermine gesprochen in diesem Zusammenhang und dann kam das nächste Interview und dann kam die nächste Bombe, die geplatzt ist und der nächste Krach. Mir war es ein bisschen zu viel. Du bist jetzt schon ein paar Tage länger dabei. Findest du nicht auch, dass es so eine Energie jetzt am Jahresbeginn gegeben hat, die untypisch ist und die vielleicht auch wirklich nicht gut ist für die Szene oder für Rap in Deutschland? Ja, du redest ja von dieser Energie, dass Leute kommen mit ihren Leuten, mit ihrem krassen Gangster Freunden von der Straße und andere Rapper auflauern oder ficken wollen oder dass das subtil immer ein Thema ist, wer kann wen ficken mit welchen Freunden. Und mir wurde ja sozusagen jetzt von irgendwelchen Rappern aus Westdeutschland oder außerhalb von Berlin immer angedichtet, dass ich so krass damit spiele und sozusagen meine Macht demonstriere. Und in dem Augenblick, wo ich diese Macht nicht mehr demonstrieren kann, wollen sie mir demonstrieren, was für eine Macht sie haben. Das ist sozusagen der psychologische Hintergrund, dass jetzt alle mal Flair zeigen wollen, wie was für Macht sie ausüben können gegen mich, weil ich es ja nicht mehr kann. Und da gibt es zwei Riesenprobleme. Meine Macht, die ich ausüben möchte, wenn ich überhaupt Macht ausüben möchte, übe ich immer aus wegen mir. Das heißt, ich werde trotzdem noch Kollegen zur Rechenschaft ziehen, weil er vor meiner Tür stand. Das werde ich immer noch machen. Hat mit Rap nichts zu tun. Ich werde auch Farid Bang zur Rechenschaft ziehen und ich werde auch Animus und Nick One zur Rechenschaft ziehen für die Sachen, die sie gegen mich gesagt haben. Es hat mit Rap nichts zu tun, das bin ich als Mensch und so wie ich es als Mensch machen möchte, so wie meinetwegen ich mit meinem Temperament damit umgehe. Was andere Menschen jetzt auf einmal dann sozusagen mit ihrer Macht demonstrieren wollen, wen sie jetzt kennen gegen mich, ist für mich so ein Armutszeugnis, weil sie im Endeffekt genau das an mir ja angeblich kritisieren. Und darum ist das alles für mich ein riesiger Widerspruch und ich weiß, dass am Ende des Tages, es alles für die Jungs ein Promo-Tool ist, irgendwo nach Berlin zu fahren, nachts mal kurz ein Foto zu machen vom Brandenburger Tor oder vor meiner Haustür und dann wieder wegzufahren. Das ist gut für die, weil die Fans dann sagen, oh, die Jungs trauen sich nach Berlin und früher war ja Berlin so krass und jetzt ist ja Berlin nicht mehr so krass und hin und her. Und wie krass wirklich Berlin da wirklich ist, sehen wir bei Stern TV und bei Spiegel TV, wenn wir da wirklich sehen, wer da keine Ahnung, wer wo in welcher Stadt mit was für Gegebenheiten leben muss. Da sind 4, 5 Bälle, wo ich eingreifen muss und wo wir drüber reden müssen. Denn der erste, den ich gleich ansetzen kann, wenn man das Ganze, und das hoffe ich, kriegen wir so ein bisschen hin, weil mir liegt es jetzt nicht dabei,
wieder neuen Ärger zu schüren. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Es gibt keinen Ärger, weil diese Leute machen keinen Ärger. Wenn jemand Ärger machen will, dann kommt er zu dir und fickt dich. Das ist so, die machen keinen Ärger. Das ist Show. Das ist alles ein riesiges Theater. Es ist Klingelstreich. Das ist, es wird nur schlimm, weil die Leute nicht die Grenzen kennen. Es wird nur schlimm, weil die Leute sozusagen nicht erwachsen genug sind, um zu wissen, dass man gewisse Sachen nicht macht. Und wenn es dann eskaliert, dann kommen Leute wie du und sagen, oh mein Gott. Was ist passiert? Aber dass das passieren kann, damit lebe ich in Berlin seit 20 Jahren, Alter. Du bist aber auch immer jemand gewesen, der ziemlich schnell hier geschrien hat oder ziemlich schnell mit vorne an der ersten Front gewesen ist, wenn es darum ging, A, die Stadt zu verteidigen oder B, sich breit zu machen oder C, einfach mal die Fresse aufzureißen. Ich bin der Letzte und Einzige, der das macht. Sido hat einen Bart bekommen, Alter, und eine Hornbrille. Hengst hat einen Bart bekommen und eine Hornbrille. Bushido rappt mit Kollege und Farid Bang. Ich bin der letzte Berliner, der das macht. Aber dann bist du ja im Prinzip dann auch dir also selber schuld und der Situation bewusst. Und dann sind die Mechanismen doch ganz logisch. Und dann bist du jetzt vielleicht mal in der Defensive. Nein, der Grund, warum ich bin nie in der Defensive, weil ich habe nichts zu verteidigen. So, mich interessiert nicht, was Leute von mir reden. Ich mache mein Ding und mich juckt es herzlich wenig, was Leute da in ihren Interviews erzählen oder rappen. Es geht darum, der Grund, warum ich generell Clinch habe in der Szene oder warum Leute jetzt kommen und mich battlen, ist ja nicht wegen Berlin. Wenn es was nein, das ist okay, ja klar. Aber es geht um dich persönlich. Aber du selber hast dich oft ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Du hast auch mal Leuten Stadtverbot verteilt. Du hast dich mal über... Text auf Text, also in Songs, so dich mal gerade gemacht, mal Leuten eine Grenze aufgezeigt. Das habe ich auch Farid Bang am Telefon gesagt. Wenn Leute nach Berlin nicht rein dürfen, die dürfen da immer noch genauso wenig rein wie vor 5 Jahren, sagen... Die Leute, die denen das sozusagen untersagen, wir nennen es mal jetzt untersagen, sind genau dieselben Leute, mit denen ich mich in dieser Stadt auseinandersetzen muss. Also es gibt Street-Leute, es gibt Gangster in Berlin, die gibt es da wirklich. So, der Punkt, dass man in Berlin nicht einfach so freidrehen darf, geht von diesen Leuten aus. Das ist Berlin. Und wenn Leute das nicht wahrhaben wollen und dann sagen, ja, Flair ist schuld, weil Flair ist ein einzelner Deutscher, mit dem kann man jetzt sozusagen, den kann man jetzt mal den schwarzen Peter zuschieben. Ich meine, ist auch ein guter schwarzer Peter. Ich bin der krasse Gangsterpate, der Leuten ein Berlin-Verbot erteilt, was ich ein bisschen albern finde. So. Aber ich will damit sagen, so, das ist Berlin. Und wenn dann Leute kommen und sagen, yo, Flair hat das gemacht, dann kennen die Berlin nicht. Ich denke, du bist eher das Sprachrohr für das, was du jahrelang in deiner eigenen Stadt erlebt hast. Ich bin das Sprachrohr für ganz Berlin. Glaub mir, dann kennst du Berlin nicht. Nein, ich meine aber, du verkörperst das, was du selber erlebt hast. Und das ist das, was du dann weiter rausgegeben hast. Und das ist das, womit du dann dein Rap-Business auch positioniert hast. Ich habe den Leuten immer gesagt, Berlin ist die krasseste Stadt aus Deutschland. Und Berlin ist immer noch die krasseste Stadt aus Deutschland. Nicht wegen mir. Nicht wegen Bushido. Sondern Berlin ist Berlin, Alter. Mach mal den Fernseher an. Guck mal die Nachrichten. Und wenn andere Rapper kommen und nicht mal aus einer Stadt kommen, sondern die kommen von einem Ort, der vor einer Stadt liegt, dann ist deren Lifestyle und deren Authentizität basiert auf deren Realität. Mein Lifestyle basiert auf meiner Realität. Und die können nicht mit meiner Realität mithalten. Die können nicht mit meinem Leben, was ich durchgemacht habe, mithalten. Kein Farid Bang, kein Kollege, nicht mal Bushido. Ich habe mehr Scheiße Ghetto gesehen als die alle zusammen. Und damit, ganz kurz, ja. Und damit können die nicht mithalten. Und wenn die das stört, dass die ein gutes Leben hatten, dann tut es mir leid. Ja, das ist ja vielleicht nicht pauschal so schwarz-weiß zu betrachten. Ich verstehe schon deine Seite und wir reden ja nicht das erste Mal über diese Thematiken und ich treffe dich nicht zum ersten Mal. Mir ist nur aufgefallen, dass sich die Strickmuster wiederholen. Dass ich doch eigentlich denke, du bist jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube am 10. Album kommen wir jetzt so langsam an, irgendwann musst du doch mal ruhig sein. Ich wiederhole gar nichts, ich mache meine Musik, ich entwickle meine Musik weiter, ich habe schon wieder den nächsten Trend nach Deutschland gebracht, Trap, was ja letztes Jahr so scheiße war und ein Jahr später macht es Farid Bang danach und alle anderen möchten es jetzt auch machen, ich entwickle mich weiter mit meiner Musik. Die Leute kommen mit diesen Punkten, weil die Leute denken, dass es für deren Karriere wichtig ist. Farid Bang, Kollegen müssen vor ihren Fans argumentieren, dass sie krass sind, dass sie bei Flair vor der Tür stehen und dass sie Welle machen. Die brauchen das für sich. Ich brauche das nicht. Ich erzähle euch was vom Eiffelturm. Ich drehe Videos in Paris. Hier scheint die Sonne. Alles ist super. Wir drehen Videos mit Zeitlupenaufnahmen, wie das Geld von der Decke fällt. Wir haben ganz andere Sorgen. Das ist dein Lifestyle. Ja, schon immer gewesen. Und wird in Deutschland noch eine Weile brauchen, bis die Leute wahrscheinlich Bock darauf haben oder merken, dass es so dass es der Next Shit ist so. Und ein paar Leute ziehen ja schon mit. Viele Fans sagen, Flair, mach es bitte mehr. Und ich brauche das nicht, Alter. Da kommen wir gleich noch wieder drauf. Einen letzten Haken möchte ich aber nochmal setzen, weil eigentlich bist du doch
mittlerweile auch in einem, du hast gerade wieder Geburtstag gehabt, in einem Alter, wo man dann noch irgendwann mal selber ruhig werden muss. Da muss man noch irgendwie, lass den Kram doch einfach mal hinter dir. Ja, aber wo habe ich denn bitte was gemacht? Wo habe ich denn was gemacht? Wo habe ich denn, ich verstehe, dass die Leute mit mir und meiner Person, dass viele Leute sich daran aufregen und viel, es wird viel über mich geredet, alleine weil meine Person ist so, wie sie ist. So, aber wo bin ich denn hingegangen und habe was gemacht?